Rückschauend und auf den ersten Blick wirkt das Dritte Reich wie aus einem Stück geschlagen, uniformiert und gleichgeschaltet. Wer sich aber die Zeit nimmt, genauer hinzusehen, erkennt, dass dieser Eindruck täuscht. Hinter der einförmigen Fassade existieren Nischen und Freiräume, in denen sich der Alltag in seiner ganzen Vielfalt abspielte. Ein Alltag, von dem wir wenig wüssten, gäbe es nicht die privat gedrehten Schmalfilme, die unverstellt und jenseits der Propaganda das private Dritte Reich bis heute bewahren. Privatfilme sind Zeitzeugen. Ohne den Filter späterer Erfahrungen halten sie aus der Zeit heraus das Vertrauen der Menschen gegenüber dem Regime, die Freuden über Erfolge und Siege fest. Sie zeigen das Leid und die Sorgen, die Empörung über Ungerechtigkeiten und Verbrechen. Anders als Dokumentationen, die aus der Rückschau den Nationalsozialismus erklären wollen, sind sie mitten im Geschehen. Nie zur Veröffentlichung vorgesehen, spielt Propaganda in ihnen ebenso wenig eine Rolle wie das, was heute als politisch korrekt gilt. Zum besseren Verständnis der einzelnen Filme dient die zeitliche Gliederung und die sachliche Kommentierung. Da in erster Linie die Bilder selbst erzählen sollen, sind Erläuterungen so zurückhaltend wie möglich beigestellt. Für den Betrachter liegt der besondere Reiz in der Möglichkeit, auf diese Weise noch einmal die Vergangenheit erleben zu können. Die Faszination und Begeisterung, die Angst und die Sorgen im Frieden und im Krieg so zu spüren wie diejenigen, die diese Aufnahmen drehten. Kehren wir zurück in das Jahr 1928. Zu diesem Zeitpunkt sprach in Deutschland kaum jemand vom Dritten Reich. Die NSDAP war eine Partei unter vielen. Hitler, ein Politiker, der außerhalb Bayerns keine Rolle spielte. Im Sommer dieses Jahres drehte ein Kameramann in Niederschönhausen bei Berlin einen Werbefilm über die ortsansässigen Unternehmen. Seine Aufnahmen sagen viel über die Befindlichkeit und die Wünsche der Menschen 10 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Tote hatte es genug gegeben, nun wollte man leben. Nutzen wir den Film, um die historische Entwicklung in Deutschland bis in das Jahr 1928 zu umreißen. Der Vertrag von Versailles hatte Europa keinen Frieden gebracht. Im Gegenteil, die unerfüllbaren Vorgaben der Entente erstickten das schwache Pflänzchen der deutschen Demokratie und begünstigten die Parteien, die gegen die Republik von Weimar agitierten. Aufnahmen wie diese, die eine heile Welt und Zufriedenheit vermitteln, sind daher mit Vorsicht zu genießen. Denn während sich das Bürgertum in der Nachkriegsordnung einzurichten begann, wuchs in den großstädtischen Ballungszentren das Heer der Entwurzelten. Radikale politische Parolen machten die Runde, Aufstände und Streiks erschütterten das Reich, Straßenschlachten prägten den Alltag. Die Mehrheit der aus dem Krieg zurückgekehrten Soldaten stand der neuen politischen Ordnung ablehnend gegenüber. Wohlstand, wie ihn dieser Film zeigt, war für viele Millionen ein Fremdwort. Einer der entwurzelten Soldaten hatte angesichts der Schmach von Versailles, so schrieb er später, den Entschluss gefasst, politisch aktiv zu werden. Sein Name war Adolf Hitler. Mit seinem Beitritt in einen unbedeutenden politischen Zirkel, der sich hochtrabend Deutsche Arbeiterpartei nannte, begann der Aufstieg der Organisation, die sich wenig später in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP, umbenannte. Nach einem gescheiterten Putschversuch, dem Verbot und der Neugründung erreichte die Partei bei den Reichstagswahlen vom 20. Mai 1928 mit 12 Sitzen einen ersten Achtungserfolg.
exakt in jenem Jahr, in dem diese Aufnahmen entstanden. Militärische Verbände und Uniformen hatten zu dieser Zeit überhaupt wieder Konjunktur. Eine dieser Gruppierungen war der sogenannte Jungdeutsche Orden. Gegründet wurde er unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs von ehemaligen Soldaten. Ziel der in Bruder- und Schwesternschaften organisierten Mitglieder war zunächst der Wiederaufbau des Reiches unter Rückbesinnung auf die Gemeinsamkeiten des Fronterlebnisses. Ende der 20er Jahre orientierten sich die Jungdeutschen neu. Die Wehrertüchtigung, zu Beginn bestimmendes Element des Bundeslebens, verlor an Bedeutung. Der von dem ehemaligen Oberleutnant Arthur Maraun geführte Bund plädierte von da an für eine Versöhnung mit dem Erbfeind Frankreich. Eine Zusammenarbeit mit den Gruppierungen der politischen Mitte wurde angestrebt. Wie viele andere auch, so geriet der Jungdeutsche Orden nach der nationalsozialistischen Machtergreifung auf die Liste der Gegner. Im Sommer 1933 wurde er verboten und aufgelöst. Vereinzelte Versuche, das Verbandsleben im Verborgenen weiterzuführen, wurden mit polizeilichen Mitteln unterdrückt. Das Zentrum der nationalistischen und militaristischen Verbände war München. Ein Film aus dem Sommer 1929 hält die Atmosphäre in der bayerischen Hauptstadt fest. Die weitere politische Entwicklung ist bekannt. Nach den Reichstagswahlen im Juli 1932, aus denen die NSDAP als stärkste Partei hervorging, war eine Regierungsbildung ohne die Nationalsozialisten nicht mehr möglich. Am 30. Januar 1933 erfolgte die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Diese Ernennung markiert zweifellos eine Zäsur. Die Auffassung aber, mit diesem Ereignis habe sich das Leben in Deutschland schlagartig verändert, ist falsch. Die Umbildung der Gesellschaft zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft ging schleichend vor sich. März 1933, Parade vor dem Großherzog von Mecklenburg, anlässlich des Tags von Potsdam. An diesem Tag wurde in Anwesenheit Hindenburgs und Hitlers feierlich der neu gewählte Reichstag eröffnet. Wie hier in Ludwigslust, einer kleinen mecklenburgischen Garnisonsstadt, so fanden überall im Deutschen Reich Aufmärsche des Militärs und der politischen Verbände statt. Von derartigen Ausnahmen abgesehen, verlief das Leben in Ludwigslust unspektakulär und in geordneten Bahnen. Unter dem Titel Ludwigsluster Wochenschau hielt ein Kavallerieoffizier den Alltag in der Garnison fest. Pferde, Ausritte und Traditionen bestimmten das Leben. Nationalsozialistische Propaganda spielte keine Rolle. Die Reichswehr stand den neuen Herren im Land distanziert und zurückhaltend gegenüber. Die Offiziere flanierten mit ihren Frauen und genossen die Sommertage. Die Soldaten erfreuten die Bevölkerung mit sonntäglichen Platzkonzerten und, von Ausnahmen abgesehen, hielt sich jedermann so weit wie möglich von der Tagespolitik fern. Die Kinder besuchten die Volksschule und verbrachten die freien Stunden beim Spiel mit der neuen Eisenbahn. Noch hatte die gewohnte Welt Bestand und keiner der altgedienten Offiziere konnte sich vorstellen, dass Hitler die Grundfesten ihres traditionsbestimmten Lebens innerhalb weniger Jahre erschüttern würde. Zu
Zur gleichen Zeit wurde in Werder bei Potsdam das traditionelle Baumblütenfest gefeiert. Werder, ursprünglich als Fischersiedlung gegründet, liegt auf einer Halbinsel am Ufer der Havel. Zur Zeit Friedrich Wilhelms I. siedelten sich hier Holländer an, die mit dem Obstanbau begannen. Um den Bedarf der nahegelegenen Großstadt Berlin sicherzustellen, wurden die Anbaugebiete stetig erweitert. In jedem Frühjahr verwandelten sich die Obstplantagen in ein duftendes Blütenmeer, das zahlreiche Besucher anlockte und weit über die Grenzen Werders hinaus als Baumblütenfest gefeiert wurde. Oktober 1933. Hitler besucht Kelheim. In Anwesenheit zahlreicher hoher Parteiführer findet eine sogenannte Befreiungsfeier statt, in der an den Kampf gegen die napoleonische Fremdherrschaft erinnert werden sollte. Auf dem Michelsberg, über dem Zusammenfluss von Donau und Altmühl, erhebt sich die imposante Befreiungshalle, die in Erinnerung an die Niederlage Napoleons als deutsches Nationaldenkmal errichtet wurde. Der von einem Kelheimer Bürger gedrehte Film hält neben der späteren Parade auch die Vorbereitungen zum Empfang Hitlers fest. Schon in der Kampfzeit, den Jahren vor der Machtübernahme, hatten die Nationalsozialisten auf die Gewinnung der Jugend besonderen Wert gelegt. Nach der Machtübernahme begannen sie sogleich mit der Gleichschaltung aller außerhalb der Hitlerjugend bestehenden Jugendgruppen. Bündische und freie Jugendverbände wurden ebenso verboten wie Pfadfinder und konfessionell bestimmte Gemeinschaften. Filmaufnahmen von Fahrten und Lagern nicht-nationalsozialistischer Jugendlicher nach 1933 sind eine Rarität. Im Sommer des Jahres 1934, in dem diese Aufnahmen entstanden, war die Gleichschaltung noch nicht abgeschlossen. Noch gab es eine freie und unabhängige Jugendkultur, die nach eigenen Gesetzen das Leben gestaltete. In Klappholtal zwischen Kampen und List am Rande des Nordsylter Naturschutzgebietes hatte Knut Ahlborn, ein führender Kopf der deutschen Jugendbewegung, schon zu Beginn der 20er Jahre eine Begegnungsstätte gegründet. Den Idealen der freideutschen Jugendbewegung verpflichtet, sollten hier Menschen unterschiedlichsten Alters und aus allen sozialen Schichten miteinander ins Gespräch kommen. Als ein Mittel zur gesellschaftlichen Erneuerung galt Ahlborn und seinen Freunden die Freikörperkultur, die ursprünglich nur als Protest gegen das prüde Kaiserreich gedacht war. Nach dem Einschreiten der Polizei gegen eine Nacktbadegruppe und Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses geriet Klappholtal unter den Einfluss der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und damit unter die Erziehungsvorgaben des Dritten Reiches. Einen interessanten Einblick in das private Dritte Reich eröffnet ein Film, den ein in China arbeitender deutscher Ingenieur während eines Heimatbesuches in den Jahren 1934-35 drehte. Was auf den ersten Blick nur wie eine klassische Touristentour wirkt, erweist sich beim genaueren Hinsehen als eine interessante Fundstelle. Fahnen und Uniformen machen deutlich, wie sehr inzwischen die Gesellschaft mit nationalsozialistischen Inhalten und Symbolen durchdrungen war. Musik.
Ein Stückchen Geschichte halten auch seine Aufnahmen der deutschen Eiskunstlaufmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen fest. Zu sehen sind Maxi Herber und Ernst Beyer, die ein Jahr später bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin die Goldmedaille im Paarlaufen gewinnen sollten. Als Hitler am 19. Mai 1935 feierlich die erste Teilstrecke der Reichsautobahn von Frankfurt am Main nach Darmstadt eröffnete, drehte ein Ingenieur diese Aufnahmen, die er später mit kommentierenden Zwischentiteln zu einem Film zusammenstellte. Die Reichsautobahnen gehörten zu den augenfälligsten Großprojekten des Dritten Reiches. Die Planungen dazu begannen allerdings bereits Mitte der 20er Jahre. Schon am 6. November 1926 war ein Verein zum Bau einer Straße für den Kraftwagen-Schnellverkehr von Hamburg über Frankfurt am Main nach Basel ins Leben gerufen worden. Dessen Pläne wurden nach Hitlers Machtübernahme durch die Reichsautobahngesellschaft übernommen und weitergeführt. Bei der Streckenführung legten die Nationalsozialisten Wert auf landschaftliche Besonderheiten und kulturhistorisch bedeutende Denkmäler. Die Menschen sollten die Schönheiten Deutschlands buchstäblich erfahren. Zur Umsetzung dieser Vorgaben nahm man bei der Straßenplanung sogar Umwege in Kauf. Die Behauptung, die Reichsautobahnen wären nach militärischen Gesichtspunkten als Aufmarschstraßen gegen die Sowjetunion gedacht gewesen, ist falsch. Die wichtigsten Trassen verlaufen nicht nach Osten, sondern in nord-südlicher Richtung. Jedes Jahr sollte das Autobahnnetz um 1000 Kilometer wachsen. Pläne, die allerdings nur bis 1938 realisiert wurden. Danach hatten militärische Projekte Vorrang. Dennoch konnten bis Ende 1941 rund 3800 Autobahnkilometer für den Verkehr freigegeben werden. Auch auf anderen Feldern waren die Fortschritte dieser Jahre unübersehbar. Diese bislang nicht zugänglichen Privataufnahmen zeigen den legendären Schienenzeppelin, ein propellergetriebenes zweiachsiges Fahrzeug in Leichtbauweise mit sensationeller Aerodynamik. Nach ersten Fahrversuchen erreichte der Schienenzeppelin Ende Juni 1931 auf der Strecke von Berlin nach Hamburg die Weltrekordgeschwindigkeit von 230 Stundenkilometern. Ein Rekord, der bis 1955 Bestand hatte. Doch zurück ins Jahr 1935. Aufnahmen vom Betriebsausflug der Firma Radium Gummiwerke aus Köln-Delbrück. Organisiert durch die der Deutschen Arbeitsfront untergeordneten NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude. Diese von Dr. Robert Ley geführte Organisation zählte zu den erfolgreichsten Einrichtungen des Dritten Reiches. Ob Sportveranstaltungen oder Kulturreisen, ob Betriebsausflüge, Wanderungen oder geselliger Urlaub, mit KDF, wie sie im Volksmund genannt wurde, war fast alles möglich. Zu dieser Zeit hatte sich die Mehrzahl der Deutschen mit dem Regime arrangiert. Die Zerschlagung der Parteien und Gewerkschaften blieb selbst bei der Arbeiterschaft ohne flächendeckenden Protest. Offene Kritik äußerten ohnehin nur wenige. Wer mit den Übergriffen gegen politisch Andersdenkende nicht einverstanden war, tröstete sich mit der Vorstellung, dass derartige Missstände nach einer Konsolidierungsphase von ganz alleine aufhören würden. Die Menschen glaubten Hitlers Friedensbeteuerungen und waren überzeugt, dass Deutschland einer großen Zukunft entgegengehen würde. Der Vertrag von Versailles hatte Deutschland den Besitz von militärisch nutzbaren Flugzeugen untersagt. Erlaubt blieben lediglich Segelflugzeuge.
Schon in der Weimarer Republik waren daraufhin zahlreiche Vereine entstanden, in denen Jungen und Mädchen die Grundlagen des Flugzeugbaus und der Fliegerei erlernen konnten. Eine Entwicklung, die im Dritten Reich gefördert und ausgebaut wurde. Als Hitler später den Aufbau einer Luftwaffe befahl, bildeten die Segelflieger das Reservoir, aus dem innerhalb kürzester Zeit genügend Piloten gewonnen werden konnten. Zur gleichen Zeit in Österreich. Hier hatte Bundeskanzler Engelbert Dollfuß eine christlich-konservativ ausgerichtete Diktatur errichtet. Was zunächst noch in demokratischen Bahnen verlief, mutierte ab 1933 in eine offene Diktatur. Das Parlament wurde zerschlagen, die Pressefreiheit eingeschränkt. Die österreichische NSDAP, sämtliche ihr nahestehenden Organisationen und der Republikanische Schutzbund, die paramilitärische Organisation der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, wurden verboten. Am 12. Februar 1934 begann ein Aufstand sozialdemokratischer Arbeiter, der bürgerkriegsähnliche Züge annahm. Nach blutigen Kämpfen, bei denen über 1000 Menschen starben oder verwundet wurden, verbot Dollfuß auch die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften. Wenige Monate später putschten die österreichischen Nationalsozialisten. Dollfuß wurde ermordet. Als Hitler die Unterstützung versagte, brach der Aufstand zusammen. Kurt Schuschnigg, Dollfuß' Nachfolger, ging hart gegen die Nationalsozialisten vor. Obgleich verboten, gewann die im Untergrund agierende österreichische NS-Bewegung weiter an Einfluss. Unterstützung fand sie vor allem bei den deutschnationalen Studentenverbindungen und dem österreichischen Turnerbund. Von diesen Ereignissen nahm die deutsche Bevölkerung nur am Rande Kenntnis. Das Jahr 1935 wurde von anderen Themen bestimmt. Im März hatte Hitler die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Durch diesen Schritt und die wachsende Präsenz von Uniformen und militärischem Gepräge gewöhnte die politische Führung die Bevölkerung an den Gedanken möglicher militärischer Auseinandersetzungen. Doch an einen Krieg dachte zu dieser Zeit niemand. Wie hier in Zoppot, dem berühmten Ostseebad in der Nähe Danzigs, genossen die Menschen den Sommer des Jahres 1935 in vollen Zügen. Das Freizeitangebot war breit gefächert. Besonders beliebt war der Tanzunterricht am Strand, bei dem die neuesten Tänze vorgestellt und eingeübt wurden. Die anstehende Sommerolympiade warf ihre Schatten voraus. Eine Sonderausstellung, die ein eigens ins Leben gerufener Olympiazug bis in die kleinste Ortschaft trug, stimmte die Bevölkerung auf das anstehende Großereignis ein. Berlin. 1. Mai 1936. Im neu gestalteten Lustgarten fand die zentrale Großveranstaltung der NSDAP statt. Ein Tourist aus Hamburg hielt das Ereignis auf einem Film fest. Berlin hat viele Gesichter. Am Rande der Millionenstadt gab es noch verträumte Winkel, in denen die Zeit stillzustehen schien.
Die Nationalsozialisten hatten den Tag der Arbeit zum Feiertag erklärt. Wie dieser Tag in einem kleinen Dorf ablief, zeigt ein Film, den der Leiter einer sogenannten Filmstelle der NSDAP im hessischen Waldkappel gedreht hat. Der ganze Ort war auf den Beinen und beim gemeinsamen Umzug fehlte niemand. Zuschauer gab es keine mehr. Ganz Deutschland bewegte sich inzwischen im Gleichschritt. August 1936. Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Sommerspiele. Die Entscheidung, diese Spiele in Deutschland stattfinden zu lassen, hatte das Internationale Olympische Komitee bereits 1931 in Barcelona gefällt. Deutschland, das als Verlierer des Ersten Weltkriegs von den Olympischen Spielen 1920 und 1924 ausgeladen war, erhielt damit eine einzigartige Chance, sich der Welt zu präsentieren. Mit der von Propagandaminister Dr. Goebbels herausgegebenen Losung »Olympia – eine nationale Aufgabe« wurden die Deutschen auf das sportliche Großereignis eingestimmt. Durch die besonders zuvorkommende und höfliche Behandlung ausländischer Besucher sollten alle Vorurteile gegen den nationalsozialistischen Staat ausgeräumt werden. Tatsächlich empfing ganz Deutschland seine Gäste mit offenen Armen. Ein während dieser Zeit entstandener Film schlummerte fast 70 Jahre auf einem Dachboden. Er hält das Zusammentreffen irischer Schüler und deutscher Hitlerjugend fest, die anlässlich der Olympischen Spiele gemeinsam die Reichshauptstadt besuchten. Berlin präsentierte sich Flaggen und Girlanden geschmückt. Die Menschen flanierten auf den breiten Boulevards, genossen die Sommertage und bewunderten die sportlichen Höchstleistungen der Athleten. Neue Symbole und Riten wie die Olympiaglocke und der Fackelstaffellauf, begleitende Theater- und Opernaufführungen und das eigens geschaffene Festspiel Olympische Jugend verliehen den Spielen ein nie gekanntes Flair. Die Nationalsozialisten nutzten die Gastgeberrolle, um sich und ihr neues Deutschland vorzustellen. 12 Monate später. Im August 1937 feierten die Berliner das 700-jährige Stadtjubiläum. Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit einem Umzug, der die wechselvolle Geschichte der Stadt bis in die Gegenwart nachzeichnete. Am 7. September begann in Nürnberg der Reichsparteitag der NSDAP. Die seit 1927 in Nürnberg abgehaltenen Parteitage bildeten den Höhepunkt der Selbstdarstellung der Nationalsozialisten. Ihr Ziel war es, den Teilnehmern 1937 rund 1 Million ein Gefühl der Gemeinschaft und Stärke zu vermitteln. Die Parteitage waren ganz auf die Person des Führers zugeschnitten.
Den Auftakt bildete ein Parteikongress in der Luitpoldhalle. Die übrigen Tage standen im Zeichen einzelner Partei- und Staatsformationen. Es gab einen Tag des Reichsarbeitsdienstes, der Hitlerjugend, der Sturmabteilungen und der Wehrmacht. An letzterem demonstrierte das Militär dem staunenden Publikum neueste Waffentechniken und den Ausbildungsstand der Soldaten. Da die Nationalsozialisten genau wussten, dass die Besucher neben der Politik auch Unterhaltung erwarteten, boten Ausstellungen, Konzerte, sportliche Schaukämpfe sowie ein großes Volksfest vielfältige Abwechslung. Den Parteitagen voraus gingen wochenlange Übungen in den Kasernen und auf den Manöverplätzen. Jeder Handgriff sollte sitzen, jede Bewegung im absoluten Gleichschritt vollzogen werden. Für Individualität war kein Platz. Der Einzelne ging auf in der Volksgemeinschaft, im übergeordneten Ganzen. Dass der Soldatenalltag auch andere Seiten besaß und nicht immer ganz so ernst ablief, belegen Bilder wie diese. Im gleichen Jahr drehte ein Ingenieur in der ehemaligen Kolonie Südwestafrika ein Treffen deutschstämmiger Jugendlicher, die sich nach dem Vorbild der Hitlerjugend organisiert hatten. Seine Aufnahmen sind historisch von Bedeutung, weil sie zeigen, welche Wirkung die politischen Veränderungen im Reich auch auf die im Ausland lebenden Deutschstämmigen ausübten. Treffen und Zusammenkünfte wie diese fanden in vielen Ländern der Erde statt. Selbst in Amerika und China existierten Auslandsorganisationen der NSDAP. Die von Reichspropagandaminister Dr. Goebbels geführte Presse manipulierte und lenkte inzwischen nicht nur das deutsche Volk, sondern offensichtlich auch zahlreiche Deutschstämmige in der ganzen Welt. Die Nationalsozialisten betrieben den Umbau der Gesellschaft nach dem Motto Zuckerbrot und Peitsche. Einschnitte auf der einen Seite kompensierte man durch Zugeständnisse auf anderen Gebieten. Am 24. August, dem Bartholomäustag, endet die Schonzeit für Fische. Im Fischerdorf Stralau, dem ältesten Teil von Berlin-Friedrichshain, wurde dieser Tag seit 1780 mit einem Umzug und einem Volksfest gefeiert, das zehntausende Besucher von nah und fern anlockte. Im Sinne der gesellschaftlichen Bewusstseinsveränderung dominierten im Festumzug, den der Volksmund Stralauer Fischzug nannte, Bilder und Uniformen aus der preußischen Geschichte. Am 12. März 1938 marschierte die deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Zuvor hatte Hitler den österreichischen Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg gezwungen, die Regierungsgewalt an die österreichischen Nationalsozialisten zu übergeben. Als der österreichische Bundespräsident Wilhelm Miklas sich weigerte, den von Hitler ins Spiel gebrachten Nationalsozialisten Arthur Seyss-Inquart zum neuen Bundeskanzler zu ernennen, erfolgte der Einmarsch. Ein Angehöriger des sogenannten Führerbegleitkommandos drehte dabei und beim späteren Besuch Hitlers in Wien diese Aufnahmen. Zunächst plante Hitler nur eine Union der beiden Staaten. Der begeisterte Empfang durch die österreichische Bevölkerung veranlasste ihn zur Änderung seines Planes und zum Anschluss Österreichs an das Großdeutsche Reich. Das Ausland sah weitgehend tatenlos zu. Jugoslawien und Rumänien schickten Glückwunschtelegramme. Einzig Mexiko legte im Völkerbund Protest ein. Auf den Tag genau ein Jahr später besetzte die Wehrmacht die sogenannte Resttschechei. Ein Schritt, der nicht mehr mit dem Selbstbestimmungsrecht der Deutschen begründet werden konnte. Langsam begannen die Deutschen die aufdämmernde Katastrophe zu ahnen. Doch jetzt war es zu spät, um den Diktator zu stoppen.
Urlaubsaufnahmen aus Ostpreußen. Die östlichste Provinz des Reiches verzauberte die Besucher mit ihren einzigartigen Schönheiten. Nie zuvor veröffentlichte Farbaufnahmen zeigen den scheuen ostpreußischen Elch in seinem Revier. Über dem letzten Friedenssommer lag ein Hauch von Melancholie. Noch herrschte Frieden. Doch die kommenden Ereignisse warfen ihre Schatten immer deutlicher voraus. Während sich in den Häfen bereits die Einheiten der deutschen Kriegsmarine sammelten, hofften die Menschen noch immer auf eine friedliche Lösung. Zur gleichen Zeit feierte man in Soltau in der Lüneburger Heide das traditionelle Schützenfest. Wie alle anderen Organisationen, so standen inzwischen auch die deutschen Schützenvereine unter den Vorgaben der Nationalsozialisten. Diese förderten zwar Traditionen und historisch gewachsenes Brauchtum, alles Individuelle und organisatorisch Eigenständige aber war ihnen verdächtig. Die Menschen hatten sich an die schleichende Umgestaltung der Gesellschaft gewöhnt, machten mit und schlossen die Augen vor den dunklen Wolken, die am Horizont aufzogen. Irgendwie, so hofften sie, würde es auch dieses Mal wieder gut gehen. Aufnahmen wenige Wochen vor Kriegsbeginn. Obgleich Uniformen und Militär das Alltagsbild bestimmten, glaubten die Menschen an Hitlers Friedensparolen. Da das Abhören ausländischer Sender verboten und alle Zeitungen, Zeitschriften und Radioprogramme gleichgeschaltet waren, fehlte es an kritischen Gegenstimmen und einer umfassenden Information. Eine geschickt in Szene gesetzte Propaganda hatte Deutschland fest im Griff. Vielen blieb nur die innere Emigration, der Rückzug ins Privatleben, die eigene Familie, der eigene Garten. Verständliche, aber sinnlose Versuche, dem drohenden Unheil zu entkommen. Am 1. September 1939 marschierte die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Der Anfang vom Ende. Am 3. September erklärten Frankreich und England dem Deutschen Reich den Krieg. Europa stand in Flammen. Der Kriegsbeginn setzt auch im Bereich des privat gedrehten Films eine Zäsur. Neue Themen rücken in das Blickfeld der Hobbyfilmer. Die Auffassung, deutschen Soldaten sei das Fotografieren und Filmen im Krieg verboten gewesen, ist falsch. Derartige Verbote galten, wie in jedem anderen Land auch, für Rüstungsbetriebe, Laboratorien und militärische Forschungsstätten. Davon abgesehen gab es keine Einschränkung. Und in den Jahren bis zum Kriegsende entstanden an allen Frontabschnitten unzählige Filmaufnahmen. Aufnahmen, die sich in vielerlei Hinsicht von den offiziellen Wochenschauberichten unterscheiden. Da die Soldaten keine professionellen Kameras besaßen, sind Qualität und Bildführung oft laienhaft. Auch direkte Kampfaufnahmen finden sich selten. Wer denkt schon an seine Kamera, wenn die Granaten einschlagen? Andererseits halten diese Filme authentisch den Alltag und das Leben der Soldaten fest. Es entstanden Aufnahmen, die keine Wochenschau gezeigt hätte. Bilder aus dem Polenfeldzug. Bei einigen schimmert eine geradezu touristische Annäherung an das Geschehen auf. Ganz so, als sollten die Familie in Deutschland sehen, wo man sich gerade befand und wie die Menschen in bis dahin weitgehend unbekannten Landstrichen lebten und wohnten. Geradezu melancholisch wirken Aufnahmen wie diese, ein armseliger Bauernmarkt irgendwo in Polen. Und auch das gab es, Menschlichkeit und Anteilnahme inmitten des Infernos. Aus der Feldküche einer Infanterieeinheit wird Suppe an hungrige polnische Kinder ausgeteilt. Am 4. April besetzen deutsche Truppen Dänemark und Norwegen.
Wie man heute weiß, kamen sie damit der britischen Armee nur um Stunden zuvor. Während Dänemark kampflos kapitulierte, ergab sich Norwegen erst nach hartem Widerstand. Als Hitler am 10. Mai auch gegen die Benelux-Staaten und Frankreich losschlug, wurden die meisten deutschen Truppenkontingente aus Norwegen an die Westfront verlegt. Im Lande selbst verblieben nur Sicherungseinheiten, darunter auch Marineverbände, die die norwegische Küste gegen mögliche britische Angriffe schützen sollten. Für diese Einheiten waren die Kampfhandlungen beendet. Als Besatzungstruppen hatten sie die Zeit, um das Land kennenzulernen. Selbst gesammelte Blaubeeren und Pilze ergänzten den Speiseplan. Landgang für die Matrosen eines Öltankers. Der anstrengende Marsch durch die norwegischen Wälder wird zur Erinnerung festgehalten. Der Blick vom Aussichtsfelsen hoch über Oslo ist der verdiente Lohn der Mühen. So hart der Dienst an Bord auch war, die Lebenslust der jungen Soldaten fand immer ein Ventil. Bilder aus Frankreich. Nach dem Feldzug blieben deutsche Soldaten als Ordnungstruppen im besetzten Teil des Landes. Dabei entstanden Aufnahmen wie diese, typisch für das Lanzerleben in der Etappe. Eine bayerische Einheit vertrieb sich die Zeit mit dem Bau einer Kegelbahn. Die Soldaten genossen das Leben. In Frankreich wurden Artikel und Lebensmittel angeboten, die in Deutschland längst zur Mangelware geworden und nur noch gegen Bezugsscheine zu erwerben waren. Filmenthusiasten konnten bisweilen sogar einige der seltenen Kodak-Farbfilmrollen kaufen. Dieses in Amerika produzierte Filmmaterial war seit Kriegsbeginn nicht mehr nach Deutschland exportiert worden. Wegen seiner Farbechtheit war es bei den Schmalfilmern äußerst begehrt. Und auch das war das Dritte Reich privat. Lanzeraufnahmen aus französischen Bordells. Erinnerungen an flüchtige Liebschaften. Mit der Kapitulation Frankreichs hofften die Menschen in Deutschland auf ein Ende der Kämpfe. Kriegsbegeisterung, wie zu Beginn des Ersten Weltkrieges, hatte es ohnehin nie gegeben. Und die zahlreichen Toten und Verletzten aus den Feldzügen gegen Polen, Norwegen, die Niederlande, Belgien und Frankreich verstärkten den Wunsch nach Frieden. Zu dieser Zeit drehten Berliner Hobbyfilmer im Stil der alten Stummfilme einen Streifen, den sie »Ein Rezept für verschnupfte Eheleute« betitelten. Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt, dass darin Wünsche zum Ausdruck kommen, die sich von unseren heutigen nicht wesentlich unterscheiden. Die Menschen sehnten sich nach Ruhe und Harmonie, einem schönen Zuhause und nach Wohlstand. Politik war das eine, das eigene Leben das andere. Zu den im Sommer 1940 aus Frankreich in ihre Heimat zurückkehrenden Einheiten zählte auch das Ausbildungsbataillon des Infanterieregiments 13. Bei der Ankunft in Schwäbisch Gmünd entstanden diese Aufnahmen. Die alte Stauferstadt hatte sich schon Mitte der 30er Jahre mit Erfolg um die Erweiterung der alten Kasernenanlagen bemüht.
Die daraufhin errichteten neuen Gebäude wurden auch vom Regiment 13 bezogen. Im Juni 1935 war bereits ein Gesetz zur allgemeinen Arbeitsdienstpflicht für die männliche und weibliche Jugend erlassen worden. Es verpflichtete jeden Deutschen zu einem 6-monatigen Arbeitsdienst. Angesichts fehlender organisatorischer und personeller Strukturen dauerte es allerdings noch bis zum 4. September 1939, ehe die Dienstpflicht für die weibliche Jugend wirksam wurde. Die Mädchen lebten während dieser Zeit in Lagern und wurden bei kinderreichen Familien, als Helfer auf Bauernhöfen und bei der Betreuung von Kranken und Verwundeten eingesetzt. Schon im Mai 1940 hatte die britische Royal Air Force mit der Bombardierung deutscher Städte begonnen. Seit dem 10. Mai flogen die Engländer in Nachteinsätzen verstärkt gegen norddeutsche Städte. Noch war die Bombenlast gering, aber ein Angriff auf Hamburg am 18. Mai 1940 forderte bereits 32 Tote. Ab dem 26. August 1940 griff die britische Luftwaffe auch Berlin an. Als sich die Nachtangriffe ausweiteten und Bomben auch auf Bückeburg, Weimar und Friedrichsruh fielen, folgte am 7. September 1940 der erste deutsche Vergeltungsschlag auf Industrie- und Hafenanlagen in London und am 15. November auf Coventry, zu dieser Zeit das Zentrum der englischen Kriegsindustrie. Um die Ernährung der Bevölkerung und die gerechte Verteilung von Lebensmitteln sicherzustellen, waren Ende August 1939 erstmals sogenannte Lebensmittelkarten ausgegeben worden. Die damit geschaffene Abgaberegelung galt zunächst nur für Lebensmittel. Im weiteren Verlauf des Krieges fielen alle wichtigen Güter unter dieses Verteilungssystem. Die auf den Karten aufgedruckten Mengen waren in verschiedene Stufen unterteilt, die sich farblich voneinander unterschieden. Schwerarbeiter, Fronturlauber und werdende Mütter erhielten größere, Juden und Zwangsarbeiter geringere Mengen. Jahresbeginn 1941, Bau von Iglus als Teil der militärischen Ausbildung. Was sich hier noch unterhaltsam präsentiert, sollte nur ein Jahr später zur Realität werden, als Hunderttausende deutscher Lanzer ohne ausreichende Winterkleidung auf sich selbst gestellt dem harten russischen Winter ausgeliefert waren. Am 22. Juni wurden die Gerüchte zur Gewissheit, der Feldzug gegen die Sowjetunion hatte begonnen. Auch hierbei entstanden Filme unterschiedlichster Qualität. Neben Aufnahmen, in denen die kriegerischen Gesichtspunkte dominierten, entstanden Filme, die den einfachen russischen Menschen, die überall herrschende Armut und das entbehrungsreiche Leben inmitten der endlosen Natur ins Blickfeld rückten. Bilder, die in keiner Wochenschau zu sehen waren, russische Zigeunerinnen lesen Angehörigen einer Luftwaffeneinheit das Schicksal aus der Hand. Die hübschen Töchter stellten derweil ihre Schönheit zur Schau. Und auch diese Aufnahmen wären der Zensur zum Opfer gefallen. Angehörige der SS-Leibstandarte, die den Geburtstag eines Kameraden mit zu viel Alkohol feierten. Am 24. Dezember 1941, die dritte Kriegsweihnacht. Für viele Soldaten, die Heimaturlaub bekommen hatten, ein ganz besonderes Erlebnis. Durch den langen Aufenthalt an der Front kannten sie ihre in den zurückliegenden Monaten geborenen Kinder nur von Bildern. Da die Armee in Alarmbereitschaft blieb, waren die freien Tage kurz bemessen.
Sommer 1942. Um den zukünftigen Bedarf an politischen Leitern abdecken zu können, hatten die Nationalsozialisten die sogenannten Adolf-Hitler-Schulen ins Leben gerufen. Absolventen dieser Schulen sollten in einer sich anschließenden 3,5-jährigen Ausbildung auf den Ordensburgen für den Einsatz in der NSDAP vorbereitet werden. Der Personalbestand einer Ordensburg betrug etwa 1000 Schüler und 500 Mann Personal zu ihrer Betreuung. Da jede Ordensburg einen speziellen Ausbildungsschwerpunkt besaß, sollten die Schüler im jährlichen Wechsel die Schulungsstätten durchlaufen. Besuche bekannter und beliebter Militärführer, in diesem Fall Generaloberst Eduard Dietl, dienten der Motivationssteigerung der Schüler. Sommer 1942 in Russland. Zu diesem Zeitpunkt stieß die Wehrmacht noch einmal nach Osten vor. Da die vorhandenen Kräfte nicht mehr ausreichten, um an der gesamten Frontlinie vorzugehen, konzentrierte sich die deutsche Offensive auf die Südfront. Hier sollten in einem ersten Schritt die im Donbogen stehenden Einheiten der Roten Armee eingeschlossen und aufgerieben werden. Als zweites sollte noch vor dem Winter entlang des Don bis zum Wolga-Knie bei Stalingrad eine gut ausgebaute Abwehrfront errichtet werden. Als letzten Schritt sollten Einheiten in Richtung Kaukasus und Kaspisches Meer vorstoßen, um die dort lagernden Erdölreserven zu erobern. Der Soldatenalltag und das Gesicht des Krieges hatte sich nachhaltig verändert. Der Widerstand der Roten Armee hatte sich verstärkt, viele deutsche Einheiten waren nur unzureichend ausgerüstet und die eigenen Verluste stiegen. Bilder wie diese gehörten inzwischen zum Alltag. Nichts, so scheint es, war vor den Kameraleuten sicher. Selbst der Gang zum sogenannten Donnerbalken war einen kurzen Dreh wert. Was die martialischen, mit geschickt ausgewählter Musik und Texten versehenen Propagandawochenschauen verdecken, lassen Bilder wie diese sichtbar werden. Die deutsche Armee war kein einförmiger Monolith. Millionen von Soldaten repräsentierten die ganze Bandbreite der gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Vielfalt des deutschen Volkes. Vom einfachen Hilfsarbeiter bis zum Philosophieprofessor, vom enthusiastischen Musikliebhaber bis zum schweigsamen Einödbauer, vom Buchhalter bis zum zupackenden Bauernsohn. Kein Beruf, kein Typus, der nicht tausendfach vertreten war. Diese Männer kämpften, weil sie überzeugt waren, mit ihrem Einsatz ihr Vaterland vor dem Bolschewismus zu retten, dessen fatale Folgen sie in Russland mit eigenen Augen sahen. Der Krieg war Pflicht, kein Vergnügen. Kaum einer, der sich nicht ein rasches Ende wünschte, um nach Hause, zur Familie, zur Freundin oder in seinen Beruf zurückkehren zu können. Diese Vielfalt der Charaktere spiegelt sich auch in den Filmen wider und verleiht ihnen den besonderen Reiz und die einzigartige historische Bedeutung. Thank you.
Im Reich bestimmte das militärische Denken inzwischen selbst das Spiel der Kinder. Sie stellten nach, was sie im Alltag ihrer Väter erlebten. Mit der Ernsthaftigkeit der Erwachsenen wurden die Uniformen überprüft und zurechtgerückt. Anschleichen im Feld, eine Fahrradschwadron auf dem Weg und Appell vor dem diensthabenden Offizier, perfekte Kopien der Realität. Der Soldat war zum Vorbild einer ganzen Generation geworden. Interessant ist die Kleidung der Kinder. Während die einen in zu großen Jacken ihrer Väter stecken oder Zivilkleidung militärisch verbrämen, besitzen andere ganz offensichtlich exakt zugeschneiderte Uniformstücke. Truppenbesuch des Reichsmarschalls und Oberbefehlshabers der deutschen Luftwaffe Hermann Göring bei einer Staffel. Göring war nach Einstellung der Luftschlacht um England, in der die deutsche Armee die erste Niederlage des Krieges hatte hinnehmen müssen, bei Hitler in Ungnade gefallen. Seinen Männern gegenüber präsentierte er sich nach wie vor in der ihm eigenen jovialen Art. Begleitet wurde er bei diesem Besuch von seinem alten Weltkrieg-1-Kameraden und Freund Generaloberst Bruno Lörzer. Inmitten der schneidigen und durchtrainierten Flieger wirken die beiden bisweilen wie barocke Erscheinungen von einem anderen Stern. Je bedrückender der Alltag, umso mehr dürsteten die Menschen nach Ablenkung und Unterhaltung. Dass die populären amerikanischen Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy, auch zur damaligen Zeit schon bestens bekannt als Dick und Doof, diesem Bedürfnis entsprachen, belegt ein kleiner Slapstick-Film aus dem Herbst 1942, gedreht von einem Hamburger Filmclub. Dass auch die Berliner nicht auf die Winterfreuden verzichten wollten, verdeutlichen diese Aufnahmen aus dem Winter 1942-43. Der flache, schnell zugefrorene Rangsdorfer See bot vor allem den Eisseglern ideale Bedingungen. Bilder, die schnell vergessen lassen, dass sich zur gleichen Zeit im Kessel von Stalingrad eine Tragödie abspielte. Bislang nie gezeigte Aufnahmen. Am 10. Januar 1943 besuchte der rumänische Staatschef Ion Antonescu Adolf Hitler in der Wolfschanze. Das Datum markiert eine historische Wende des Zweiten Weltkriegs. Genau an diesem Tag begannen die Russen den Sturmangriff auf Stalingrad. Die professionell gedrehten Aufnahmen eröffnen einen einzigartigen Blick auf den Ablauf des Zusammentreffens und die Atmosphäre in Hitlers Hauptquartier in den ostpreußischen Wäldern in der Nähe von Rastenburg. Der in den zurückliegenden Kriegsjahren hohe Verlust an friedensmäßig ausgebildeten Piloten hatte die Kampfkraft der deutschen Luftwaffe merklich geschwächt. Um den einfliegenden Bomberflotten der Alliierten Paroli bieten zu können, wurden überall im Reich in Schnellkursen Nachwuchspiloten ausgebildet.
Viele der zukünftigen Flugzeugführer hatten als Angehörige der Flieger HJ schon Grunderfahrungen im Segelflug. Da Schulmaschinen und Benzin nur noch in begrenzter Menge zur Verfügung standen, war die weitere Ausbildung unzureichend. Ohne Erfahrung in den Einsatz geworfen, starben viele der jungen Piloten schon bei ihrem ersten Luftkampf. Angesichts der sich dramatisch verschlechternden Kriegs- und Versorgungslage wirken Aufnahmen wie diese wie aus einer anderen Welt. Entstanden sind sie im Berliner Stammhaus der Schokoladenfabrikation Sarotti. Hier hatte der gelernte Konditor Hugo Hoffmann bereits im Jahr 1868 mit der Produktion von feinen Pralinen begonnen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich aus kleinsten Anfängen ein florierendes Großunternehmen. Eine der Originalfilmrolle beiliegende Notiz sagt aus, dass diese Aufnahmen im Jahr 1943 entstanden. Gedreht wurden sie im Rahmen einer Ausbildung für angehende Filmberichterstatter der Wehrmacht. Ausschlaggebend für den Drehort dürfte die Vielzahl unterschiedlichster Motive auf engstem Raum gewesen sein. Die Aufgabe des Kameramannes bestand darin, die verschiedenen Produktionsabläufe mit möglichst wenig Filmmaterial übersichtlich darzustellen. Ein Problem, das in diesem Fall bestens gelöst wurde. Filme, die das Leben der deutschen Zivilbevölkerung oder der Soldaten im Jahr 1944 festhalten, sind selten. Abgesehen von der Tatsache, dass das Filmmaterial inzwischen knapp geworden war, hatten die Menschen andere Sorgen. Das Leben war vielerorts zum Kampf ums Überleben geworden. Die alliierten Flächenbombardements hatten die Verluste unter der Zivilbevölkerung auf unvorstellbare Größenordnungen ansteigen lassen. Tag um Tag und Nacht für Nacht fielen deutsche Städte in Schutt und Asche. Die Hoffnungen der Alliierten, mit den Bombardements die Kampfbereitschaft der Bevölkerung zu brechen und die Produktionsfähigkeit der deutschen Kriegswirtschaft zu zerschlagen, gingen nicht auf. Im Gegenteil. Die Fertigungszahlen an Panzern, Flugzeugen und schweren Waffen erreichten ihren Höchststand im Jahr 1944. Wichtige Rüstungsbetriebe wurden unter Tage verlegt oder dezentralisiert. Auf diese Weise wurden die einzelnen Komponenten, beispielsweise einer Waffe, an unterschiedlichen Orten, oft auch in kleinsten Betrieben gefertigt und nur im letzten Schritt zusammengebaut. Fiel eine Produktionsstätte aus, übernahm eine andere umgehend die Teilfertigung. Diese Vorgehensweise ermöglichte es der deutschen Wirtschaft, die Produktion bis zum Kriegsende aufrecht zu erhalten. Aufnahmen unmittelbar vor dem Ende. Eine Flakbatterie irgendwo in Deutschland. An den Geschützen standen inzwischen halbe Kinder. Weil es an einsatzfähigen Männern fehlte, wurden auch Mädchen als Luftwaffenhelferinnen herangezogen. Ein sinnloser Kampf gegen einen übermächtigen Gegner, der schon wenige Tage später beendet sein würde. Das Ende des Dritten Reiches war gekommen. In den Wirren des Zusammenbruchs blieb für Filmaufnahmen keine Zeit. Neben vielen anderen unersetzlichen Kulturgütern gingen während der Flächenbombardements, der Vertreibung und der Plünderungen durch die Sieger auch zahllose Filmrollen für immer verloren. Die erhalten gebliebenen Reste sind umso bedeutsamer, denn sie ermöglichen uns bis heute Einsichten in das Leben und Überleben der Menschen in einer Epoche, die als das Dritte Reich in die Geschichte eingegangen ist.